Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grounded. So, wir sind hier stehen geblieben, die Treppe aufzubauen. Ich habe ein bisschen Material hochgebieft. Ich hoffe, das reicht inklusive dem Teil der Zipbahn. Was ich faszinierend finde, ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, das sind ja Bienen laut der Karte und die haben ja auch einen Stachel hinten. Er sagt aber Hummeln. Oh Gott, ey, ich bin geprägt fürs Leben, seitdem die eine Hummel mich da angegriffen hat. Biene, Hummelbiene, Bienenhummel. Ah, jetzt, ja, jetzt geht das hier wieder los. Pass auf, wir bauen das hier eben schnell fertig. Nichts passiert. Oh. So. Einmal hier hoch. Bautätigkeit. Das könnte vom Abstand her tatsächlich richtig gut hinhauen. Wie ich mir das vorgestellt habe. Also, dass wir genau mit der Treppe an der Tischkante schließen. Das wäre natürlich super. Wenn wir da jetzt keine Probleme mehr kriegen. So. Dann einmal wieder runter. Stängel. Ah, hoffentlich fällt mir das nicht noch runter. Nicht, dass ich das wieder hochholen muss. So, hier. Ein Fahrstuhl wäre ganz praktisch gewesen. Aber wir kommen zurecht, ne? So. Brauchen wir nochmal Mats. Nehmen wir hier von 4. 4. Okay, Treppe. Ja gut, nicht ganz. Aber ist okay. Damit können wir leben. So. Einmal noch. Oh, und es reicht auf jeden Fall für unsere Zipline. Die können wir auch später nochmal abändern. Erstmal, dass wir eine haben. Ach, wir kommen sowieso nicht zurück, ne? Wir können zwar das Gestell machen, aber wir haben ja keine Seile. Da war ja was. Wenn wir hier vielleicht... Haben wir so einen Grasboden? Eine Forschungsstation. Habe ich was im Inventar, was ich untersuchen kann? Den Stachel, die Feder und... Ja, wunderbar. Oh, den schmeißen, haben wir da nochmal eben reingeschmissen. Den holen wir nochmal. Nee. Doch. Das müssen wir zuerst machen. Den holen wir nochmal schnell einen hoch. So, hier kommen wir ja. Ah ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Wer das doch geschafft? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inventar voll. Akkurat, das nehmen wir uns gleich mit. Und hepp. Und jetzt kommt gleich erstmal der allerwichtigste Teil. Wir müssen was analysieren. Oh, eine Akte. Burke. Die Arbeiten an der Logistik der Vergrößerung organischen Materials dauern an. Es gibt so viele Faktoren, die uns immer noch entgleiten. Aber wenn ich eins weiß, Burke, dann das süße, süße Java fließen muss. Gehören schlecht, wenn die Schlucke aufhören. Gehören schlecht, wenn die Schlucke aufhören? Ja, wohl ein bisschen Matsch im Professorkopf, im Kopf des Professors gekommen. Oh, hier, guck mal, Bieneintopf. Und so, was können wir denn untersuchen? Den Bieneintopf leider nicht. Ein Schwert, ja? Ja, da bin ich mit konform. Finde ich schön. Und neue Rezepte freigeschaltet. Den Stachelspeer. Bienenschulterpanzer. Bienenschienbein. Jetzt habe ich schon Matsch im Kopf. Bienenschienbeinpanzer. Bienengesichtsmaske. Bin ich mal gespannt, was die uns für Attribute geben. Oder für Fähigkeiten so gesehen.
Jetzt einmal die Krähenfeder. Selten. Wir können uns daraus bauen ein einfaches Bett. Eine Schützenmütze. Können wir zum Jagen nehmen. Eine Krähenarmbrust und ein Federpfeil. Oh. Das klingt schon mal sehr gut. Eine Heilbombe. Was, eine Heilbombe? Ach, gucken hier. Schön. Ah! Ein flüssigkeitsgefüllter Stechmückenblutbeutel, der so eng mit einem Seidenseil umwickelt ist, dass er jeden Moment platzt. Übergießt alle im kleinen Umkreis mit heilenden Blutgelee. Dankbarkeit ist dir gewiss. Okay, finde ich gut. Und dann wollte ich nochmal wissen, Bienen. Bringt uns Bogenbetäubung und ist eine leichte Rüstung, Widerstand 2,5%. Eine furchterregende Gesichtsmaske aus seltenen Materialien, noch dazu so aerodynamisch, dass sie einen Bonus auf die Sprintlänge gibt. Also wir sind definitiv schneller mit der Maske. Jetzt haben wir noch den Bienenschulterpanzer. Gut anliegende Schulterplatten aus Bienenteilen, die die Sprintlänge vergrößern. Also nochmal schneller und dann sind wir wahrscheinlich nochmal schneller. Und das habe ich auch noch nicht gelesen. Spinnenschulterpanzer, gefertigt aus dem haarigen Hinterleib einer Radnetzspinne. Ein perfektes Accessoire für die nächste Insektenjagd. Okay. Gut, also wir sind auf jeden Fall wesentlich schneller, wenn wir sprinten wollen mit der Bienenrüstung. Ist hier auch ein Chip? ASL. Wir könnten Geld ausgeben. Wir haben 2900. Achso, ich kann ja auch... Ah. Oh. Ich habe von beiden eins, was ich leveln kann. Maximale Verbrauchsgegenstandsstapelgröße. Rohstoffstapelgröße. Pfeilstapelgröße. Ich denke, das macht mehr Sinn. Würde ich jetzt mal... Vielleicht war es eine Fehlentscheidung, ich weiß nicht. So, und hier, was... Ja, was wäre sinnvoll? Also wir könnten Hunger und Durst reduzieren. Heilung könnten wir einen Bonus geben. Aktive Mutation. Also wir können auch die Mutation verbessern. Ich denke, Heilung ist wichtiger als maximal Gesundheit. Klar muss ich mich nicht heilen, wenn ich mehr Gesundheit habe, aber ich habe noch Bürgelaufgaben. 2 verfügbar. Rettungstruppe. Ich nehme es mal an. Das ist noch ein Chip. Neues Abenteuer. So, jetzt wollen wir mal gucken. Was haben wir denn hier oben? Wir haben die Burg. Da haben wir eine Saftdose. Ein paar Spielwürfel. Ach, das ist die Burg von Dr. Tully. Da gucken wir gleich rein. Aber ich möchte vorher, weil ich bin ein bisschen knapp bei Gesundheit. Also, von der Nahrung. Ich könnte mir hier Apfel abschlagen. Ach, wow. Ich hoffe, der respawnt. Das wäre jetzt ärgerlich, wenn ich hier so einen halben Apfel schon geplättet hätte. Oh, es gibt sogar verschiedene. Es gibt frischen und verrotteten. Und ich muss höchstwahrscheinlich... Ja, ich muss auch noch analysieren. Wie viel bringt mir überhaupt einer? Da ist jetzt nicht so viel. Ich denke mal, das sättigt uns ein bisschen mehr. Und trinken reicht ja erstmal hin, ne? So. Eine Thermoskanne. Eine schwarze Ameise schon wieder. Okay, die scheint cool zu sein. Dann gehe ich mal davon aus, dass der Chip in dieser Burg ist, oder?
Das ist doch kein Stein, oder? Half ant, half man. All cool. Okay. Ich hoffe mal, dass diese Kreaturen hier nicht wirklich im Garten rumlaufen. Und mir noch Probleme bereiten. Oh, ich höre Science. Ich kann die auf jeden Fall nicht abbauen. Aber ich kann Science mitnehmen. I'm feeling more science-y already. Okay, damit kann ich nichts anfangen. Was haben wir hier noch? Das ist ja ein Labyrinth hier. Oh, Kaugummi. Ja, ich brauche eine Stufe 2 Schaufel. Okay. Da wüsste ich jetzt auf Anhieb nicht mal, wie ich die kriege. Was ich da wieder analysieren muss für. Hi! Na? Das ist nur eine Feder. Die grüßen auch alle, ne? Oh, ups. Wir nehmen die Feder mal mit. Armbrust. Könnte langsamer sein als der Bogen. Könnte aber auch stärker sein als der Bogen. Minotaurus Labyrinth Ausgang. Warum? Wo ist... Wo ist mein Schild? Wieso habe ich kein Schild? Okay, was können die Bienen nicht ab? Was waren das? Uno momento. Daten. Biene. Hacken. Okay, hacken kann ich. Oh, wo ist die Biene? Schwachpunkt sind die Augen. Ich kann so nicht kämpfen. Kleinen Moment. Das ist besser. Ha. Das ist so unfair, dass die fliegen können. Ey. Das wäre unter der Gürtellinie gewesen. Gottes Willen. Jetzt auch in die Augen. Der ging durch. Mein Schild ist... Doch, mein Schild ist noch da. Okay. Boah, du bist ja aber... Bist aber ein bändiges Kerlchen, ne? Au, 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 Gott, die rastet ja voll aus. Und? Oh, ein noch. Bienenpelz und Bienenstachel. Also, falls wir die Wandhalterung doch noch machen wollen, kein Problem. Wir sind ausgestattet. So, einmal Science. Science. Sind die uns jetzt alle feindlich gesinnt? Hier ist eine Kiste. Und ich brauche einen Schlüssel. Ich brauche den Minotaurus Labyrinth-Schlüssel. Der Minotaurus Labyrinth-Schlüssel. Der wird ja... Haben die Figuren da was mit zu tun? Winken die in einer bestimmten Richtung? Die beiden gucken nach da und die gucken nach da. Könnte das ein Hinweis sein? Er winkt zu ihm.
Er winkt hierher. Und er nach draußen. Nee, also gut, die winken alle in eine andere Richtung. Aber vielleicht, wenn ich da hochkomme. Aber habe ich eine Möglichkeit, hier irgendwie auf diese Mauer zu kommen? Über den Kaugummi? Nö. Doch. So, da haben wir schon mal ein Podest. Noch zwei Podeste. Okay, hier war Science. Die Frage ist natürlich auch, bekomme ich den Schlüssel überhaupt aus dem Labyrinth? Oder ist der Schlüssel vielleicht gar nicht hier in dem Gemäuer? Oder im allerschlimmsten Fall müsste ich dafür den Kaugummi abbauen, weil der Schlüssel hinterm oder im Kaugummi ist? Weil der Kaugummi, der passt für mich hier nicht ins Bild. Der macht keinen Sinn. Und den kann ich nicht abbauen. Ich brauche eine Stufe 2 Schaufel. Wenn ich den abbauen möchte. Oder allerdings, der Schlüssel ist irgendwo hier draußen. Hier sind auch noch ein paar Teile. Das können wir schon mal nicht zerstören. Ja, bin ja wegen dem Chip hergekommen. Jetzt habe ich ein Rätsel. An der Backe. Das letzte Mal, also der Schlüssel, der Schlüssel im Teich. Da hatten wir ja auch eine Schatzkiste. Und der Schlüssel war tatsächlich gar nicht so weit weg von der Schatzkiste, sondern der ist theoretisch in einer Art Ritze verschwunden. Das heißt, dieser Labyrinthschlüssel könnte ja rein theoretisch leider nicht auf dem Teller sein, aber in der Kühlbox. Unter dem Buch. Oder in der anderen Kühlbox. Auf der anderen Seite. Da ist ja der Deckel offen. Ich gucke aber erstmal hier, weil andere Seite können wir ja eh wieder. Da kommen wir ja hoch. Da können wir ja direkt wieder hingehen, ne? So. Jetzt wollen wir einmal hier durchschauen. Was haben wir denn hier? Hier ist nochmal eine Tasse. Ah, kein Schlüssel. Ist auch kein Schlüssel. Dann würde ich noch mal zur Brille gucken. Eventuell ist ja der Schlüssel an der Brille. Oh, Fragen über Fragen und Rätsel über Rätsel. Zeigt mir die Brille irgendwas? Da ist ja nur Trockenlandschaft da oben, ne? Da ist eine Laterne umgefallen. Wir haben noch ein Fahrrad. Hier ist der Geräteschuppen. Grillkohle. Gut, aber es hilft mir jetzt nicht weiter. Erstmal müssen wir uns auf diesen Chip hier konzentrieren. Die Krähenfeder, die können wir noch mitnehmen. Da bin ich ja mal echt gespannt, was die Armbrust so bringt. Ich bin fast voll. Okay, hier würde ich jetzt sagen, ist kein Schlüssel. Da ist nochmal ein Kaugummi. Ein Schlüssel. Ich möchte jetzt nochmal zu der Kühlbox gucken, die da oben ist.
Eventuell ist da ja der Schlüssel. Oder an der Schaufel? Hätte man den Schlüssel vielleicht zuerst finden können? Dass man so denkt, so, oh, ein Schlüssel, wofür ist der gut? Aber das wäre zu einfach, oder? Und grundsätzlich, hier ist ja auch nichts. All right, Shadows. What you got now? Wenn wir den abbauen, kriegen wir da kriegen wir doch keinen Schlüssel raus. Oder? Ein Labyrinthschlüssel, der nicht im Labyrinth zu sein scheint. Oh Gott. Was willst du denn schon wieder hier? Okay, wir gucken jetzt nochmal zur Kühlbox. Und ansonsten bauen wir schon mal das Gestell für die Zipline. Ja, dann haben wir zumindest etwas Produktives gemacht heute. So, hier war ja auch nichts weiter. Oh nein. Kleinen Moment, ich muss mein Schild nehmen. Wieso packt er das Schild immer weg? Das war aber knapp. So, einmal ganz schnell. Inventar, Schild, ausstatten. Wir sind kampfbereit. Ey! Da habe ich viel Blut, Schweiß und Tränen reingesteckt in diese Treppe. Au, au. Kannst du nicht einfach kaputt machen? Frag mich, wenn ich so einen Stinkerpfeil auf die schießen würde. Was habe ich denn für Pfeile? Normale. Autsch. Okay. Komm her. Du machst es mir nicht leicht, aber danke, dass du mir den Pfeil wiedergegeben hast. Komm an hier nicht. Oh Gott. Ey, zu zweit ist mal unfair. Was habe ich denen denn getan überhaupt? Die sind gegen Arm, ne? Oh, oh Gott. Ich werde hier absolut verprügelt. Sag mal, lähmt mich das? Das lähmt mich. Kommt die hier rein? Perfekt. So, komm her, du Feigling. Oh Gott. Und da geht mein Pfeil da zunichte. Was war... Jetzt seid... Wieso bist du denn jetzt auch sauer auf mich? Ich hab hier gar nichts gemacht. Ach, die ist jetzt hier oben drauf, ne? Also... Nachts können wir hier auf jeden Fall nicht bauen. Die sind aber auch mies gelaunt. Ich will jetzt aber nicht schlafen gehen. Ich wollte was Produktives machen. Jetzt kämpfe ich hier die ganze Zeit. Okay, und? Ich hätte jetzt mehr erwartet. Ja, komm. Okay, ein noch. Oh. Ich habe erst gedacht, dass der hängen geblieben ist an der Burg. Also mit der
Also dafür, die Insektenaxt ist ja schon wirklich gut, aber ich habe keine Chance gehabt mit der Insektenaxt. Aber ist ja kein Problem, wir sind ja gleich um die Ecke, wir können unsere Sachen holen, dann können wir in die Kühlbox gehen. Jetzt haben wir ja Ruhe, denke ich mal. Wir haben ja jetzt gerade keinen Sass auf uns. Außer die macht gleich wieder Stress. Okay, wunderbar. Pollen. Pollen hat sie verloren. So, hier haben wir noch diese eine Kühlbox, ne? Da ist ein Molar drin, ne? Ach, ja, da war ja was. Der gute Mann hat ja gar keinen Insektenhammer. Er könnte ja einen bauen, aber er ist ja zu fein dafür. Hat er wieder vergessen? Da. Oh, oh. Ah, okay, ich komme hier wieder raus. Aber hier ist auch kein Schlüssel. Ja, den kann ich nicht abbauen. Wo bringst du mich denn hin? Mit dir springe ich wieder runter. Aber der heißt ja Labyrinthschlüssel, ne? Dann wäre es doch eigentlich von der Logik her nur sinnvoll, wenn der im Labyrinth wäre. Hier irgendwie auf der Kante? Nö. Möchte ich jetzt behaupten. Also ich gehe davon aus, vom Namen her, vom Dasein, seiner Daseinsberechtigung, muss der ja eigentlich in der Burg sein. Aber jetzt, wo die alle hier schlafen gehen, ein Salzstück. Okay, das muss ich auch analysieren. Da ist nur eine Krähenfeder. Wie komme ich denn da hin? In der Dose ist Science. Echt jetzt? Dann ist da vielleicht auch der Schlüssel drin. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Komme ich im Leben nicht hoch. Okay, wir holen uns ein bisschen Material. Das müssen wir hochbauen. In die Dose gucken wir heute noch rein. Es ist ja unfassbar hier. Unfassbar. Ungeheuerlich. Eine absolute Frechheit. Möchte man meinen. Baue ich vor der Dose. Dann könnte ich eventuell Probleme mit der da kriegen. Ist doch, doch. Wir bauen hier vor der Dose. Damit wir nicht runterfallen können. So, jetzt brauchen wir nochmal eine Grasplatte. Nehmen wir eine große. Wir haben es ja, ne? So, jetzt nicht runterfallen. Oh. Doppel-Science. Ja, was ich jetzt leider nicht gefunden habe, ist dieser Schlüssel, ne? Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass der hier vielleicht drinne ist, wegen dem Science. Oh, jetzt ohne runterfallen. Da hinten ist noch ein Scap. Also wir gucken hier noch bei den... Die schlafen ja alle. Oh nein. Womit habe ich das verdient? Womit habe ich das verdient? Oh, 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 oh. Autsch. Oh Gott. Verdammt, ich hab's gewusst. Geronimo! Bin ich hier? Ach, in einer Pflanze.
Ja, den Schlüssel konnte ich jetzt leider nicht finden. Also diese kurze Mission, wir gehen mal eben zum Honigtopf, bauen uns da hoch notfalls und dann holen wir uns da den Chip. Also so einfach war das jetzt nicht, wie ich dachte. Da muss ich mich mal schlau machen. Wo kriege ich denn diesen Schlüssel her? Ob ich eine Lösung gefunden habe und wir Birk doch noch seinen Chip bringen? Das seht ihr morgen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Bis dahin, macht's gut. Ciao.